20 oder so. Was? Du bist tot. Ich hab vor allem nichts gesehen. Morgen, Jungs. Und Mädchen. Schau diese Geste zum Beispiel. Ich hab nicht gemeint. Hast du eigentlich jetzt gerade deswegen whatever gesagt, oder? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, das hat voll gepasst. So, SCP Containment Breach, immer noch die Version 1.1.5. Weil die SCPs, die neuen, sollten wir uns nochmal anschauen. Ja, vor allem den Totenköpf. Euclid? Ist mir egal. Ah ja, genau, das ist das mit den Specific Locations. Starte, du dumme Sau. Oh nein, ich habe Intro gemacht. Oh. Scheiße. Ich wollte eh was erzählen, ne? Abbruch. Nee, erzähl. Genau, wir haben ja die Umfrage vor 1,5 Wochen sowas gestartet. Oder so. Und ja, heute ist Stichtag. Kann man so sagen, Stichtag? Ja, schlecht. Eigentlich, wenn ihr das Video seht, dann kann man nicht mehr heute sagen, weil das... Ja, stimmt einfach nicht mehr dafür ab, ist jetzt egal. Ja. Wir spielen auf jeden Fall The Crooked Man, weil der auf Platz 1 gelandet ist, mit 16 Stimmen. Danach kommt erst Five Nights at Fuckboys. Weißt du was, ich habe das mal geguckt. Five Nights at Fuckboys geht bei Markiplier, das erste, schon 6 Episoden mit je 20 Minuten. Das ja, so wie normales Five Nights wahrscheinlich, oder? Ja, das, wenn wir alle drei Teile halt spielen, dann ist das schon... Ich weiß nicht, den zweiten können wir weglassen, weil Five Nights 2 war scheiße einfach. Ach so, deswegen lassen wir... Ja, ist egal. Auf jeden Fall ja, spielen wir... Das baut doch auf dem Spiel größtenteils auf, oder? Das weiß ich gar nicht. Fuckboys 1 ist Five Nights at Freddy's 1. Das Fuckboys kriegt man auch gar nicht mehr so, ne, das erste. Und so weiter. Das haben wir ja von unserem Mark. Ich weiß nicht, ist es das erste, was wir jetzt haben? Ja. Okay. Ja, aber man darf irgendein 200 Megabyte großes Add-on-Dingsbums runterladen muss von irgendeinem chinesischen Server mit 7 Kilobyte pro Sekunde. Genau, was ich einfach sagen wollte. Five Nights at Fuckboys ist auf Platz 2 gelandet mit 14 Stimmen, also 2 Stimmen weniger. Und dann Pizza Delivery mit 11 Stimmen. Und die drei spielen wir, ne? Und Dungeon Nightmares 2 wollten wir auch spielen, weil wir den ersten Teil gespielt haben. Eventuell. Aber die ersten drei auf jeden Fall. Würde mir jetzt noch nicht dafür verbürgen, dass wir das tatsächlich spielen, aber... Ja, und die Reihenfolge, von der Reihenfolge her, jetzt erstmal nur The Crooked Man und dann würde ich mal schauen, was als nächstes. Also, wie es in der Umfrage ist, hätte ich gesagt, oder? Ja, aber wenn wir The Crooked Man und Fuckboys spielen, haben wir zwei 2D-Spielen, aber ist eigentlich egal. Wie ist es denn da 2D ordnen? 2D und 3D Spiele. Ja. Ich glaube, das Pizza Delivery ist eh so ein Spiel, weil das man vielleicht ein- oder zweimal spielt, so ein kurzweiliges. Okay. Ja, dann machen wir nicht spontan einfach. Ja. Ich glaube, wir gehen sofort ein bisschen. Ja, auf jeden Fall, wir gucken wir als erstes. Ach ja, man kann hier in diesem Raum übrigens auch sterben. Ja, gut. Das ist das nicht bis jetzt mal passiert, ich weiß nicht, ob. In-Cam oder Off-Cam? I don't know. Dungeon Nightmares 2 haben wir ja den ersten Part gespielt, ne? Aber ja. Haben dann keinen Bock mehr gehabt, weil wir verloren haben und dann von Level 1 nochmal neu starten müssen. Aber ich hätte mir doch so den zweiten Teil mal angeguckt, vielleicht. Wobei es hätte schon ein paar. Ja, wobei, Moments. Das, was wir gespielt haben, ich weiß nicht, wie viel hatten wir? 3 oder 4 Nächte? Und es war dann, also die erste Nacht war deutlich leichter, glaube ich. Es wurde dann schon schwerer. Es wurde dann schon schwerer, aber irgendwie war es dann auch immer nur dasselbe. Ja, aber einmal kann man es ja spielen. Vielleicht gibt es dann einen neuen Enemy oder so. Eminem. Jedes Mal. Klassiker. Klassiker. Fearing HD Classics. So, ja, was ist jetzt hier eigentlich mit so Compilations von The Ultramark zum Beispiel? Wir machen selber mal eine, oder? Hey, das war, fand ich ziemlich gut, dieses Rülps-Ding. Da hat er so ein Formular gemacht, wo du... Ich bin fast gelaufen. Wo du die Zeit eingeben konntest und das Video. Ja, das habe ich gesehen. Das können wir eigentlich auch machen mal, wenn wir, keine Ahnung, ein Best-of oder so machen. Best-of-Jumpscares.
Ja, das, was ich als nächstes in die Richtung machen werde, ist wahrscheinlich der Channel Trader. Channel Trader, ja, das wäre mal eine gute Idee. Wir haben jetzt schon Mitte 2015. Ja, jetzt ungefähr ist der ein Jahr alt. Ziemlich genau. Was noch ungefähr ein Jahr alt ist, das All-SAP-Video. Das klang jetzt wie so ein perverser Spruch, der gleich kommt. So nach dem Motto, was noch lang ist. Nein. Und ich werde mich bis heute daran erinnern, wie du es Naja. gesagt hast. Okay. So, wir haben jetzt übrigens einen Begleiter. Nee, ich wollte sagen, ja, das All-SAP haben wir, glaube ich, auch vor einem Jahr hochgeladen. Nee, vor einem Jahr kam 1.0. Irgend sowas. Irgendwas war vor einem Jahr. Ja. Alter! Das war so knapp. Alter! Da wollte ich jetzt eigentlich rangehen. Nur dann mal halt. Okay. Achievement. In the corner of your eye. Ach, das kriegt man bei dem. Okay. Ich habe letztes Mal gar nicht gecheckt, warum wir das bekommen haben. Nein. Ich glaube, du hast einen Alex. Oh, was? Die Blinzelanzeige war scheinbar leer. Ich habe es nicht bemerkt. Sheet. Ja Ja, gut. 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 Wir sind ja nicht sonderlich weit gekommen. Die meiste Zeit ging, glaube ich, aufs Intro drauf. Deswegen lassen wir das jetzt einfach weg und spielen nochmal. Ja, wir haben ja viel gelabert hier. Delete Kritzelt. Ist der Map-Seed. Was meinst Falls ihr den du? auch mal nachspielen wollt. Where am I? Sollen wir auch spielen? Das hat auch so viel wie Dungeon Nightmares 2 bekommen. Also eigentlich auch auf Platz 4 zusammen mit dem. Okay, muss ich mir mal anschauen. Ja, das entscheiden wir dann selber. Dann So. kommt Paranoiac, das ist ja der quasi Vorgänger von Crooked Man, glaube ich. Oder vom selben Entwickler. Opfer schwimmt da. Du guckst auf deine Anzeige. Nicht, dass es wieder passiert. Ja. Ich hätte da mal auch wieder ein bisschen höher stellen können, glaube ich. Aber in der Aufnahme die wird ja gar nicht dadurch beeinflusst. Was heißt denn, wenn es rot blinkt, ist es aus? Ja. Hört's schon. Dann kommst du sofort, ob du den Aktionsradius von den Dingern irgendwie verkleinert hättest. Gell? Da dachte ich auch, So warum ein geht denn das kleines nicht los? bisschen. Warum nicht? Oh, der ist offen. Du willst jetzt den Skull finden, richtig? Wollen wir dann. Oder überhaupt irgendwas Neues? Ja, eine Karte erstmal, ne? Oh, der hat ein neues Design, oder? Das ist so ein Nee, Hausmeister. normalerweise lag da. Da lag ein MTF. Genau. Jetzt So ein liegt Guard. ein Guard und jetzt liegt da ein normaler Typ. Ich bin ein Typ mit Schnauze. Was hat das zu bedeuten? Ja. War schon wieder diese komische Stimme im Background. Der so, hey, oder sowas ruft. Weißt du, was ich meine? Nö. Kein Plan, Mann. Das habe ich schon mal bemerkt. Ich habe gemeint, Das war bestimmt vielleicht der. auch. Hey, da war. Warte mal, schau mal. Ist da schon immer eine Tür gewesen? Ah, ne, da ist, oder? Ist da eine Tür? Ja, das war schon immer. Seit 07 oder so. Gut, dass mir jetzt auffällt. Ja, was wollte ich sagen? Das mit der Umfrage fand ich irgendwie cool. Okay. Nee, ich fand es gut, weil ich meine, wir wissen nicht, was wir als nächstes spielen sollten, weil wir so eine lange Liste haben. Und Uiuiui. so können wir entscheiden, was wir als nächstes spielen und gleichzeitig auf die Wünsche der Zuschauer eingehen. Ja, das ist richtig. Und haben nicht die Qual der Wahl. Die Schwede im Kreis? Kann das sein? Keine Ahnung. Und da habe ich einen. Achtung, das ist noch. Ja, ich laufe extra schon. Was war da drin? Das war Der Raum, also so ein Storage der Room. Storage Room, genau. Wieso hat er so eine Vorhalle? Wozu? Kannst du mir das mal Ja, verraten? aus Gründen. Was hat sich der Architekt dabei Da gedacht? brauche ich einen Keycard, dann gehe ich jetzt. Ja, wenn ich da lang gehe, dann komme ich wieder in dem anderen Raum raus, ne? Keine Ahnung, Mann. Nee, da Dann in warst du noch den nicht. Infinite? Ja, Nee, das ist der echt, Infinite. Alter. Dann kriegen wir eine Karte.
Was machen wir jetzt mit der Karte? Kommen wir dann damit schon irgendwo rein? In Level 1 kann man in diesen Raum mit der Glasscheibe. Mit der Scheibe und dort okay, ist okay. Level 2. Dann mach das mal. Was machst du? Das ist Infinite Hallway, wieso geht das denn nicht mehr? Oh nein. Ach du Scheiße. Wo ist der Bastard? Der steht doch da draußen, oder? Ja. Ja. Aber da musst du lang, oder? Weiß ich nicht mehr. Dadurch, dass ich jetzt durch den Infinite Hallway nicht durchkomme. Ja, das check ich dann auch immer nicht mehr. Aber guck mal, was da ist. Nee, da war man noch da nicht. Da war man noch nicht, scheiße. Aber da wird er nicht drin sein. Ich hab auch keine Maske. Ach so, aber er ist nicht drin, oder? Ist er drin? Ist er drin? Du Sau. War nicht. Echt? Sehr gut. Jetzt habe ich auch gemerkt. Did you hear that? Gasmaske. Hm? Okay, noch eine Karte. Aber auch nur Level 1. Das ist auch eine Neuerung. Der Raum kommt jetzt nicht mehr direkt am Anfang. Der kam sonst immer direkt. War das nicht schon ein bisschen länger so? Ja, aber der ist ja trotzdem seit, meistens irgendwie gekommen, oder? Seitdem man in dieser Cafeteria-Dingsbums startet. Da was halt so irgendwie so ausschaut. Da wo die Guards so, da ist SCP, dann flackert das Licht und die Guards laufen rückwärts, bis sie plötzlich verschwinden. Echt, seitdem ist es schon? Ja. Hm. Was? Ich glaub gedreht. Schon irgendwie, ne? Jetzt progressiere hier mal ein bisschen. Ja, bin dabei. Ist noch ein bisschen Zeit. Ja, wir wollen doch den Totenkopf sehen. Ah, ja, genau. Ah, okay, das ist gut. Eine Car, ja, zwei. Jedes verdammte Mal. Ja, aber ich hab den eingenommen und gerade die Tür zugemacht. Das hat geklappt. Ja, das flackert aber immer auch so irgendwie. Soll er mal verbessern. Oh, fuck. Junge, Junge, Junge. Oh, eine Tür hat er schon aufgemacht. Hm. Das wäre auch cool, wenn so eine Gefahr gäbe, die sich so langsam vorarbeitet. Wobei gibt es eigentlich mit Nine Tailed Fox, ne? Die kommen ja auch immer näher. Ja, nachdem sie einmal gespawnt haben. Ja, aber irgendwas, wo von Anfang an irgendwie da ist und quasi ausbricht oder so, das finde ich mal cool. Ja, gut, SCP. Ach ja, genau. Die spawnen ja random SCP 173 und 106. Wo man so mitkriegt, dass er wie weit er ist und dann halt, wenn der draußen ist, so gefährlich ist wie 096 oder so. Das wäre richtig fies. Und halt immer den Fortschritt so mitbekommst. 6A2. Ja! Mann, wäre das geil. Ah, der ist riesengroß laut dem Ding, oder? Ist er nicht riesengroß? Schon, ja. Also wenn er diese Helikopter da zerstört, dann muss er schon groß sein. Oder stürzen die einfach so ab? Ja, wir haben ja mal im Livestream dieses Spiel gespielt, ne? Ja, stimmt, da war der auch voll groß. Ja, nicht voll groß, aber er würde locker in diese Containment-Zelle reinpassen. Ja. Die man in diesem Spiel jetzt hier sieht. Nicht jetzt, aber weißt du, was ich meine. Schade, dass man den. Ich meine, der ist doch in dem Spiel drin. Man hört ihn und man sieht, wie Helikopter abstürzt. Und man sieht seine Containment-Zelle, also irgendwie sollte den schon mal einbauen, oder? Ja. Ist da was? Ja, das sehen wir dann schon. Ist da was geplant? 6A2. Nächsten Update. Alex B. Ist da was? AK, Regalis. Dieser Juan J. Pro, habe ich letztens gesehen, hat auch einen YouTube-Channel, aber der hat voll wenig Abonnenten. 20 oder so. Was? Tot, du bist tot. Ich habe vor allem nichts gesehen. Ja, ich auch nicht. Nichts. Nur schwarz. Oh Mann. Ja. Zeitlich sind wir eigentlich am Ende.
Ja, stimmt. Aber war eine bisschen langweilige Episode. Ja, halt Aber Umfrageergebnisse hier ja, vorgelesen. Umfrageergebnisse. Das ist gut. Hat die Episode wenigstens einen Zweck. Ja. Nee, bevor wir es vergessen, stelle ich Gamma ein kleines bisschen höher. Das hätte jetzt nicht mehr in die Episode gemusst, aber. Ja, das sieht man ja auch vielleicht nicht mehr, je nachdem, wie ich Ja, das okay. Video schneide. Mal gucken. Dann bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Jo, Nächste freut Spiele kommen. euch auf die nächsten Spiele, genau, das wollte ich jetzt Jawohl. sagen.